Mit einem Segelboot über den Atlantik. Das hat sich der junge Stralsunder Lennart Burke für 2021 vorgenommen. Er will beim Transatlantikrennen Mini-Transat teilnehmen und geht dort für Vorpommern an den Start. Passend dazu hat er gemeinsam mit seiner Schwester Hanna am 13. Januar sein neues Boot getauft. Und natürlich trägt es den Namen Vorpommern. 2018 hatte er schon einmal mit einem Freund den Atlantik überquert. Jetzt will er das Ganze noch einmal machen, aber im Rennmodus, wie er sagt. Und für seine Heimat. Dieses Mal wird dabei aber einiges anders sein. Jetzt ist es halt so, dass wir nur noch Papierseekarten und GPS-Geräte benutzen dürfen, also ganz rudimentär, wie man es von früher kennt. Und da muss ich mich jetzt auf jeden Fall darauf vorbereiten. Also ich muss noch viel lernen, wie ich mit den Karten gut umgehe, wie ich die ganzen Strömungen und sowas alles mit berechne und ja, dann auch noch gut navigieren kann, um schnell ans Ziel zu kommen, weil wer auch das beste Routing hat, ist mitunter am schnellsten dann im Ziel. Diesen Traum vom Transatlantikrennen hat Lennart schon seit er 17 ist. Allerdings gab es anfangs ein paar Komplikationen mit seinem Boot. Es wurde nicht fertiggestellt und er musste sich kurzerhand ein neues kaufen. Unterstützt hat den 21-Jährigen die Sparkasse Vorpommern als Hauptsponsor, sowie das Autohaus Dürkop. Wir haben uns darum gekümmert, dass die Finanzierung des Schiffes gesichert wird. Das hat auch gut geklappt und primär unterstützen, aber eben auch bei anderen Themen, wenn er Fragen hat, zur Kommunikation, Fragen auch zur Abwicklung, da stehen wir auch zur Seite. In zwei Etappen wird er 2021 bei der Mini-Transat von Frankreich über die Kanaren bis in die Karibik segeln und ein Stück Vorpommern auf den Atlantik bringen. Ja, das ist natürlich ein toller Botschafter, wenn man das so sagen kann, ein junger Mann eben aus unserer Region, für unsere Region. Und ich hoffe, dass er auch Vorbild ist für junge Leute, die sich auf dem Weg sind, sich zu entscheiden. Dann mache ich Segeln, mache ich Fußball, mache ich Tischtennis, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute dann irgendwo auch Segler werden, weil wir eben so eine Wassersportregion sind, die ja wirklich so wahnsinnig viel zu bieten hat. An Unterstützern und Fans mangelt es dem jungen Segler nicht, wie man bei der Bootstaufe im Stralsunder Hafen sehen konnte. Auch Oberbürgermeister Alexander Badrow ließ sich diesen Anlass nicht entgehen und wünschte dem jungen Stralsunder ebenfalls viel Glück und gutes Gelingen. Ich finde es ein großartiges Projekt. Wir haben es ja gerade mit der Sparkasse auch sehr frühzeitig angefangen, weil es auch ein großes Projekt ist, das zu unterstützen. Wir freuen uns auch, dass Dürkop dabei ist. Es ist natürlich so, dass wenn so ein Stralsunder Jungen so ein Projekt angeht und Segeln passt natürlich zu Stralsund absolut perfekt, dann ist es schon echt was Großartiges. Also ich freue mich da riesig drüber und habe trotzdem so ein bisschen Bauchkrummeln. Also ich wünsche mir unbedingt, dass er gesund und munter bleibt bei der ganzen Aktion, weil das ist schon eine Herausforderung, die können wir uns oder viele von uns gar nicht so richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Gemeinsam entwickelte Lennart mit Norbert Sodrovo-Misler von der Hochschule Stralsund Strategien und notwendige Vorgehensmaßnahmen, die ihm bei der Organisation helfen. Schließlich muss er im nächsten Jahr ganz allein die 4000 Seemeilen bestreiten und da braucht es jede Menge Vorbereitung und Training. Inhaltlich hat mich Lenny dann angesprochen, als er so das Projekt plante, haben wir uns zusammengesetzt, nochmal entsprechend in der Basserie, ein bisschen Strategie entwickelt, wie kommen wir entsprechend an die Partner, die hier auch waren. Und dann haben wir natürlich auch, habe ich ihn begleitet bei den Gesprächen und das Ergebnis seht ihr ja jetzt doch. Ne? Also ich denke, ein schönes Projekt, was für Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, insgesamt, aber vor allem natürlich auch für die Region Vorpommern mit Botschaftercharakter dann entsprechend ausgestrahlt werden kann. Bevor es im Februar nach Frankreich geht, präsentiert Lennart Burke sich und seinen Einhandsegler Vorpommern vorab auf der Bootsmesse in Düsseldorf. Danach geht es dann weiter in die Bretagne zu den ersten Trainingseinheiten. Hier wird Lennart sein neues Boot erstmals auf offener See fahren und sich mit seinem Trainer bestmöglich auf die Regatta vorbereiten. Warum stehen wir hier? Ich will.